So, herzlich willkommen zurück bei FIFA 16. Wir sind hier stehen geblieben beim Spiel Darmstadt 98 gegen Hertha BSC Berlin im Stadion am Böllenfalltor. Und ja, das ist eine Partie. Ich habe ein kleines bisschen Schiss. Wir sind auf Platz 2, haben ein Spiel weniger als Bayern und deswegen, ne, wenn wir das gewinnen würden, dann wären wir wieder einen Punkt, mit einem Punkt vor Bayern. Also so einen großen Abstand haben wir jetzt nicht von Bayern. Ja, André Silva von Porto, ein Portugiese, ausgeliehen und der spielt direkt von Anfang an hier, so. Ja, Hainek und Decore spielen heute mal nicht. Genauso wie Tim Hauerstein. Die werden für dieses Spiel, für das nächste Spiel geschont. Deswegen, also, da braucht man dann nicht erwarten, dass die heute eingewechselt werden. Also, der Trainer setzt voll und ganz auf Simon Terodde und diesen neuen Silva, der hier erstmal in den Pfosten schießt, und Tarjolisch. Silva Tarjolisch, sehr schön. Und Tarjolisch macht hier in den ersten 3 Minuten das 1-0. Das ist sehr schön. Schöne Vorlage hier erstmal auf Silva und dann trifft er nur den Pfosten, aber dann macht Tarjolisch doch noch das Tor. 1-0. Berlin kommt zur alten Stärke zurück? Fragezeichen? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine frühe Führung gegen den 17. Also, ja, der letzte ist ja Ingolstadt. Vorletzter ist Darmstadt. Rosenthal jetzt am Ball. Ja, Goldman geht da schön dazwischen. Rainbow King. So, und der 16. ist halt Werder Bremen. Also für die Bremer sieht es alles andere als gut aus. Rosenthal. Shiplock. Oh, René Adler, sehr schön. Natürlich wurde hier René Adler aufgestellt, weil er halt im Moment einer der sichersten Berliner Torhüter ist. Und wir hoffen einfach mal, dass Niklas Blake spätestens zum Eurospiel wieder bei alter Stärke ist. Solange wird er hier erstmal geschont und muss dann erstmal im Training zeigen, dass er wieder bei seiner alten Stärke ist. Selbst im Training hat er nachgelassen, das ist schade. Schade um ihn. Ist eigentlich ein richtig guter Torhüter, aber im Moment lässt er halt wirklich nach. Der Druck wird ihn ein bisschen zu hoch, wie man im Spiel gegen Mainz gesehen hat. Also, diese Niederlage war ja, ne, war natürlich von Mainz verdient. Starke Mannschaft in dieser Partie, aber es hätte nicht sein müssen, hätte nicht sein dürfen. Aber es ist halt passiert und jetzt Rosenthal. Der hier am Ball auf Heller. Aber Silva. Und Silva wurde ja geholt, um hier im Sturm ein bisschen auszuhelfen. Da zum Mauerstein, auf ihn ist nicht mehr so wirklich Verlass. Jannis Hainek auch nicht mehr. Also die Mannschaft muss erstmal wirklich regenerieren vom Bayern-Spiel. Also da sind auf jeden Fall noch einige Schäden dort, die erstmal weggemacht werden müssen. Die erstmal geheilt werden müssen. Deswegen ein Sieg über Darmstadt wird jetzt nicht wirklich bringen, aber das wird wieder ein bisschen Selbstvertrauen geben. Selbstbewusstsein, das ist das Wichtige hier in der Berliner Mannschaft. Simon Terodde. Simon Terodde. Ja, und Sulu, der blockt ihn ab. Kleinheiser. Haaland. Und im Moment wären wir ja wieder vor Bayern. Das ist ja wieder das, worauf es ankommt, dass wir wieder auf Platz 1 sind. Also, das kann ja auf jeden Fall noch eine sehr spannende Saison werden. Ob wir hier die Meisterschaft holen, das steht ja in den Sternen geschrieben. Und wir müssen ja nochmal gegen Bayern ran. Wir müssen ja nochmal gegen Bayern ran. Ein einziges Mal noch in dieser Saison. Und das sollten wir dann am besten nicht verhauen. Am besten wäre dann zum ersten Mal in der Liga gegen Bayern zu gewinnen.
Das wäre dann unser erster Sieg gegen Bayern in der Liga. Aber bis dahin ist es halt noch sehr weit. Und wer weiß, vielleicht verhaut es ja Bayern komplett und die sind dann einfach mal nur noch Euroleague-Kandidat. So, Simon Terodde jetzt. Simon Terodde haut ihn an die Latte. Heilige Maria Gottes. Holy shit. War das knapp. Also Simon Terodde, der will ja auf jeden Fall noch ein Tor machen heute. Oh, der ist drin! Der Pump macht ihn rein! Warum auch immer ja der Captain ist, keine Ahnung, lassen wir so. Der Pump macht ihn rein! Schönes Volley-Tor! Da war der Keeper noch dran, aber da konnte er wirklich nichts mehr machen. Schön abgezogen hier mit dem Volley. 2:0 verdiente Führung für Berlin. Und Darmstadt weiß nicht wirklich, wie ihnen geschieht. So, Höhn. Und Garrix. Rosenthal. Ja, und Berlin dominiert hier ein kleines bisschen diese Partie mit den Torschüssen und so. Also Darmstadt, ne, kommt nicht wirklich zum Zug. Also, da waren sie mal gefährlicher. Vor allem, da war mal der Letztplatzierte, da war sogar der Letztplatzierte, also der Letztplatzierte Ingolstadt gefährlicher. Also, die haben ja länger durchgehalten gegen Berlin. Und dann auch noch gegen eine Berliner Mannschaft, die in Topform war. Und diese Berliner Mannschaft ist ja eher so angeschlagen. Deswegen, also, ne, es zeigt jetzt nicht so unbedingt von einer guten Mannschaft. Oder vielleicht gewinnt gerade Berlin wieder ihre alten Kräfte zurück. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Heller. Ja, jetzt hier wieder weiter Ball. Und Lukas Siebe. Tariolisch verliert den Ball. Rosenthal. So, jetzt auf Heller. Ja, aber Jonas Hector geht da schön dazwischen. Sehr schön vom Ex-Kölner. Und der Pump mit einem Schuss und einem Tor. Also sehr schön, was er hier wieder heute zeigt. Ein wichtiger Verteidiger für die Berliner, aber auch vorne kann er mal das ein oder andere Tor machen, wie man heute gesehen hat. So. Jonas Hector auf DJ Deadman. Ja, und jetzt vielleicht nochmal die letzte Aktion der Darmstädter in der ersten Hälfte und das wird nichts. 2:0 führt Hertha BSC Berlin zur Halbzeit. Und Darmstadt ohne wirkliche Chancen. Und ja, Bayer Leverkusen nur mit einem Unentschieden gegen Gladbach. Und das wäre natürlich nicht so schön für Leverkusen, weil dann wären sie halt auf Platz 3 und Berlin auf Platz 1, Bayern auf Platz 2 und ja, dann wird es wieder schwer, aber generell ist es oben so spannend wie noch nie. Die FIFA 11 Karriere, die FIFA 12 Karriere war ja auch schon spannend oben. Zwar waren wir nicht dabei, aber da war es auch schon wieder so Leverkusen oder Bayern und dann hat halt Bayern das im letzten Spiel nochmal für sich entschieden. Also eine Geschichte, wo wieder Bayern Meister wurde. Ah, vielleicht ändert sich das heute. Vielleicht ändert sich das heute zum ersten Mal. Und ja, der Spieler im Fokus ist natürlich Silva und Heller haut ihn an den Pfosten. Ich werd verrückt. Und Rainbow King. Ja, DJ Deadman. Tariolisch. Ja. Und Höhn. Esser. Heller.
Gondorf. Heilige Scheiße. Kleiner Heißler. So, und der Pum, der haut den Ball erstmal ins Aus. Denkt sich so, ja, nee, erstmal weg. Natürlich schlau. Kleiner Heißler. Holland. Boah. Aber da haben sie den. Ah, nee, Niemeyer. Rosenthal und der Pum. DJ Deadman. Tariolisch. Ja. Niemeyer. Holland. Ja, das nächste Spiel von Darmstadt ist dann gegen Freiburg. Unser nächstes Spiel sollte dann in Augsburg sein. Oh, Shiplock! Und das 1:2. Also irgendwann muss es ja kommen. Darmstadt hier mit dem Treffer. Irgendwann muss es passieren. Und Shiplock hatte den Ball doch noch vergeben. Ja, DJ Deadman vergibt den Ball an Heller. Da sagte Darmstadt dann natürlich nur Danke. Na. Ist noch nicht so toll. Rosenthal. Und dann gibt hier erstmal einen Abschluss. Ja. Goldman. Auf Simon Terodde. Simon Terodde. Terodde. Und Zulu klärt hier zum Eckball. Lukas Hiebe. Ach, Zulu schon wieder mit seinem Körper dazwischen. Rosenthal. Shiplock. Ja, und wie gesagt, das nächste Spiel ist dann gegen Augsburg. Wir spielen heim? Ich meine, das erste Spiel war heim gewesen. Hm? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Haben wir jetzt erstes auswärts gespielt? Ich meine, nee. Wir haben noch heim gespielt, oder nicht? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Scheiße. Obwohl ich das auch vorhin noch geschnitten hatte. Beziehungsweise drauf geguckt hatte, als ich beim Schneiden war der anderen Videos. Bisschen peinlich. Holland. Ja, Esser. So. DJ Deadman. Tariolisch. Ja. Ball auf DJ Deadman. Und Esser. Die machen es doch noch hier spannend. Ja, Holland. Und Gamezocker, DJ Deadman. Ihr macht es hier viel zu spannend, Leute. Okay. Es gibt hier doch noch den Einwurf für Berlin. So. Und Shiplock wird jetzt hier ausgewechselt. Silver. Ja, Hector. Ach, Mann, das war ein Pass zu viel. Ah, weiter Ball auf den Darmstädter. Ah, aber Rosenthal, der kommt da nicht mehr dran. So, DJ Deadman bekommt hier den weiten Einwurf. So. Ja, scheiße. Höhn. Esser. Ach, kommt schon. Und es gibt ein Freischuss. Für die? Warum? Soll ein Freischuss für uns geben? Bullshit, EA. Again. Oh, und René Adler. Ja, René Adler hat ja ein Gegentor kassiert. Ja. Aber da konnte er auch nicht wirklich was für. Silva! Oh, leck mich doch am Arsch. Er kann froh sein, dass er mehr oder weniger die Torvorlage gebracht hat.
Weil sonst hätte ich ihn in Grund und Boden geburied. Hätte ich meine Schaufel geholt, ihn dann begraben. So. Ja. Adler. Silva. Nein! 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 Scheiße, 2:2. Und jetzt ist der Spaß vorbei. Scheiße. Fuck, wir vergeben das ganze Spiel nochmal. Nein!